Na komm, zieh im Bauch ein, wir sind voll live dabei. Macht nix. Was der möchtest, viel Geld kostet. Was möchtest du hören? Wir sind aber erst gestern angekommen, sind aber schwer begeistert. Wann sind Sie angekommen? Gestern. In der Nacht. Aha. Wir sind noch übertrieben. Und wie ist man übertrieben? Na, übertrieben ist man, wenn man 23 Stunden ständig irgendwo im Jetset war. Da ist man übertrieben. Und habt ihr schon viele Einheimische gesehen? Naja, wir sind eigentlich gut besetzt mit lauter R gekommen. Genug Einheimische. Wiener vielleicht nicht so viel, aber die Bundesländer. Aber das ist ja wurscht. Österreich ist Österreich. Ne? Und das verteilt sich halt. Ne? Also man trifft hier viel Österreicher? Oh ja, schon. Da fühlt man sich so, das beruhigt uns einigermaßen. Wieso? Ja. Naja, mein Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Länder, wo man von nichts gegen Russen oder Ausländer, aber wo man wirklich schon überrannt wird. Und wo du kein deutsches Wort mehr hörst. Und das tut dir halt dann auch weh, weil da fühlst du dich halt schon ein bisschen einsam. Und da freut man sich, dass man genug Landsleute trinkt. Naja, ein paar wenigstens. Ja. Weil, was machen sie jetzt? Ich meine, Pärchen ist gut und schön, aber du willst ja ein bisschen Unterhaltung auch haben im Urlaub. Ne? Und wenn du dann der einzige Österreicher bist unter, was weiß ich, 2000 Russen oder Tschechen oder sonst was, dann wird es ein bisschen mühsam. Ne? Bis jetzt hat leider Gottes das Wetter nicht so sonderlich hingehört. Heute ist den ersten Tag ein bisschen schöner. Weil das, für das wir eigentlich so weit geflogen sind. Nicht? Man kann kaum aufs Meer. Windig, relativ kühl. Was man eigentlich gar nicht geglaubt hat, wenn man so weit fliegt. Nicht? Naja, was soll man sonst? Das Meer aufgewühlt. Wir wollen eigentlich tauchen gehen, man kann nicht einmal gescheit schwimmen. Das Beste ist momentan noch der Cuba Libre. Ne? Momentan, ja. Cuba Libre ist noch. Das Wetter lässt zu wünschen übrig. Ne? Und warum seid ihr hierher geflogen? Bitte? Warum seid ihr hierher geflogen? Urlaub. Einfach Urlaub. Raus einmal aus der Kälte. Zum Entspannen, zum Relaxen. Zum nächsten Urlaub, ne? Bringst du was? Aus der Republika Dominicana. Aus der Republika Dominicana. Ich fühle mich gut hier mit all meiner Gente. Ja. Hier sind wir in einer Area Touristica, die sich sehr mucho. Muchos bailan mucho merengue. Goza mucho, mucha piña colada aquí en el Fiesta Bávaro. Das war nicht geschimpft. How are you? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? From Austria. Bien? Bien, ja. Yeah. Gracias, gracias. Jetzt kannst du. Hello. Dos Cuba Libre, por favor. Tres Cuba Libre. Por favor. Ja. Okay. Da war man nicht, ne? Der vergisst es eh dreimal, bis er wiederkommt. Muchas gracias. Hallo. Cuba Libre. Danke. Wie gefällt es Ihnen? Sind Sie zum ersten Mal da? Wir sind zum ersten Mal, ja. Hier ist es ein bisschen zu weit weg. Hier ist ja ein bisschen zu weit weg und ein bisschen zu. Das Klima vertrage ich nicht so gut. Was heißt zu weit weg? Na, von zu Hause. Wirklich? Ja, sicher. Wir haben schon aufgehalten. Ja. Haben Sie Heimweg gehabt? Ja, die ersten drei Tage fürchterlich. Fühlen Sie sich da etwas verloren oder so, wenn Sie so weit weg sind von zu Hause? Sind wir eh bei ihr. Ja, ich weiß nicht. Kann ich aber nicht sagen. Es ist irgendwie beängstigend, würde ich sagen. Beängstigend, wenn man so weit weg ist. Es ist irgendwas, da schaut was aus, da kriege ich die Panik. Aber wie? Weiß ich auch nicht. Das Gefühl, nicht mehr nach Hause zu kommen, oder? Ja, ja. Irgendwie, ja. Kontakt mit den Einheimischen bekommen? Ein bisschen,
das ist sehr schwierig, Kontakt mit den Einheimischen. Erstens einmal kann ich die Sprache nicht, aber jeden zweiten oder dritten, was man da anredet, sind Österreicher. Das ist von Linz, von Wien oder von der Steiermark oder von sonst irgendwo. Überall, wo man hinkommt, ist irgendwo Österreich. Ne? Ist das angenehm? Eigentlich schon, ja. Überhaupt, wenn man keine Fremdsprachen kann. Ne? Sind Sie schon da? Zweite Woche, wir fliegen am Samstag schon wieder. Und? Wie geht's euch? Ja, ist eh klasse. Länger dauern sollte das alles, gell? Obwohl, naja, ein Wurstsemmel gibt man auch schon an. Kriegt man da kein Wurstsemmel? Na, die nicht, wie du das daheim kriegst. Wie haben Sie es denn gern, die Wurstsemmel daheim? Resch. Ein resches Semmel. Und was für Wurst drinnen? Krakauer. Sind Sie mit der Frau da? Nein, nein. Ganz alleine? Zwei Freunde. Wie macht man so einen Männerurlaub? Was passiert da? Was? Viel trinken, viel schlafen, viel essen. Und viel Summen. Und so ein bisschen flirten und so? Mit wem? Dann eben da. Ich flirte mit Präsidenten. Sind Sie zum ersten Mal da? Dann gehe ich zum Heurigen und da sitze ich mit der Strandbar. Was gefällt Ihnen besser, Heurigen oder Strandbar? Am liebsten wären wir Heurigen mit denen wieder. Dann würden Sie nicht wegfahren? Nein. Österreich ist ja schön, aber der Winter. Ich meine, ich tue zwar gern Skifahren, aber nur das Wetter hat nicht hin. Also wenn das Wetter schöner wäre? Bringt mir keiner aus, aus Österreich. Wieso? Na, weil es ein schönes Land ist.